Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen bei der nächsten Folge hier bei Black and White 2. Wir haben ein bisschen weitergebaut. Es geht schleppend voran, weil uns fehlt einfach Erz. Dieses Dorf kam allein. Dieses Dorf haben wir erobert. Und irgendwo war doch noch so ein leuchtendes... Habe ich da nicht vorhin noch eins gesehen gehabt? Weiß ich nicht. Wir wollen jetzt hier mal versuchen, das Dorf einzunehmen. Weil wir brauchen Erz. Und hier, guck mal, da ist Erz. Die haben so viel Erz. Ach, schau, stopp. Drum wollen wir das Dorf jetzt hier. Dieses Monster hat ein Katapult zerstört. This is the plan. Was war das eine jetzt noch? Achso. Das machen wir später. Wenn wir hier safe sind, machen wir dieselbe Schiffsrolle auch noch. Ich scroll immer weiter hoch. Das muss in der Nähe bleiben. Zwecks der Verteidigung. Und diese leuchtenden Dinger suche ich, glaube ich, eher in der Nacht. Ah, ihr habt noch eine Statue gefunden. Ja. Habe ich. Gut gemacht, Herr. Solche Quests finde ich ja super. Der Feind beugt sich unserer Macht. Wir werden diese gar nichts tun wir. Verjagen. Gar nichts beugen wir. Kein bisschen beugen wir. Der spinnt wohl. Wir werden euren Tod rächen, ehrwürdige Krieger. So, das haben wir gleich. Dann haben wir Erz. Dann haben wir Erz. Wie viele fehlen da noch? Oh, wir... Nee, eins fehlt noch. Das eine werden wir auch noch finden. Ich bin dran.
Ich bin dran mit dem Erz. Kannst du das jetzt kaputt machen eigentlich mal? Hau drauf! Jawohl, Keks weg. Super. Dieses Monster hat ein Katapult zerstört. Und da sind wir. Ah, wobei. Ich würde gerade sagen, gar nicht so weit weg. Okay, ich kann mich zumindest mal erinnern, dass ich das Level ein bisschen tricky fand. Das ist nicht so easy. Nicht ganz so easy. Mensch. Aber willst du den netten Feind beim Bauen helfen? Belagerungswaffen. Setzt unsere Soldaten in Marsch. Sehr hübsch. Mein Bruder hatte recht. Sie sind wirklich Krieger. Aber wir sind ihnen überlegen. Sie können nicht siegen. Entfesselt die Wut der Winde. Mit dem Orkan-Epos. Och nee. Was tut er denn? Naja, kann eh nichts machen. Ja, ihr könnt ja schlafen. So. Unser Volk wird angegriffen. Wobei. Wir werden euren Tod rächen, ehrwürdige Krieger. Ich glaube, wir gehen mal wieder hier zurück. Wir gehen mal hier. Geh mal heim. Steige Hege. Ach, kaputt. Das wurde jetzt wohl zerstört vom Orkan. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich mache jetzt Twitch mal noch mit dem Handy auf, wegen dem Chat. Mich das aufregt. Ehrwürdige Krieger. Das ist nie alles böse, 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 böse. Zu kennen. Wie ist das möglich?
Na gut. Dann tu doch mal so Dinge. Wir werden euren Tod rächen, ehrwürdige Krieger. So. Bekehrter Brüter, wir werden euren Tod rächen, ehrwürdige Krieger. Brütet. Bekehrter Brüter. Meine Kinder, brütet. Bekehrter Brüter. Bekehrter Brüter. Immer brüten. Na, dann sollen sie halt schlafen gehen jetzt. Ja, komm. Die machen unser Volk alle. Wir werden euren Tod rächen, ehrwürdige Krieger. Was machst du eigentlich? Kannst du jetzt mal hierher kommen vielleicht? Ich glaube, wir sind eingesperrt. Mensch! Los, Jungs!
Ja, geil, Alter. Jetzt ist hier halt nur Platz für drei Leute. Wozu baue ich denn? Ich habe diese Mauer halt legit dafür gebaut, dass da meine Bogenschützen draufstellen können. Guck dir das mal an. Drei. Und da wird's auch bloß die kleine... Alles klar, schönen Abend noch und gute Nacht. Schön, dass du da warst. Suchen wir die Ruinen von Zantora. So. Meinen Berechnungen zufolge müssten sie auf dieser Insel sein. In der Nähe des Lagers ist eine alte Rune versteckt. Sie führt uns direkt zu dem mystischen Gebäude. Machen wir uns auf die Suche. Ich glaube, die erste Rune ist ganz in der Nähe. Da, da, da. Wenn du den Boden um das Lager sauber machst, findest du sie vielleicht. Gar nichts, Windy. Nach dir. Ich übersetze. Da steht am Fuß des einsamen Baumes. Was bedeutet das nur? Am Fuß des einsamen Baumes. Wir haben sie gefunden. Kommt, ich übersetze. Da steht, wenn die Sonne schläft, birgt der einsame Fels den Schlüssel. Irgendwie... Ich glaube, ich will weiter runter gucken, dass ich hier auch so tauchen kann. Also wenn die Sonne schläft, einsamer Fels. Fels, bitte. Sind alle Felsen einsam. Ah! Ja, wir nähern uns dem Ziel. Mal sehen. Finde den Punkt zwischen den Aufgaben. Okay. Ein schwieriges Rätsel. Das ist ja schon. Imagine, du bist der Voice Actor für den Part. Was, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Den Punkt zwischen den Aufgaben. Hier irgendwo, oder? Oder? Ja, mal halt. Das ist die letzte Rune. Sie weist uns den Weg zur Ruine. Folgt mir. Ja. Meine Mutti ruft an.
Die hättet ihr jetzt so nicht gefunden. Die Ruinen müssen unter diesen Felsen sein. Wir brauchen die Kraft der Götter, um sie freizulegen. Scheiße, wenn man es selber nicht hinkommt. Jetzt war alles umsonst. Ihr könntet diese Felsen bewegen, Herr. Wieso untersucht eigentlich niemand die Ruinen? Hallo? Da ist sie. Die Ruine von Zantora. Ich hasse es nicht. Mein Lebenswerk ist erfüllt. Dann können wir ihm jetzt ja den Rest geben, Boss. Gut gemacht, Herr. Die archäologische Gemeinde wird stolz auf euch sein. Dann. Gut, meine lieben YouTuberinos, das war's mit dieser Folge. Boah. Wir werden jetzt noch ein bisschen bauen. Wo ist meine Kreatur? Schon wieder. Wir werden jetzt noch ein bisschen bauen. Und wenn es an die weiteren Dörfer geht, wird die nächste Folge starten. In diesem Sinne, bis dann, adieu.